So, und wir sind nun angekommen. Wie ich schon bereits im letzten Video angekündigt hatte, machten wir uns auf zum Bund der Morgenröte. Ich habe jetzt leider seit 10 Minuten einen ziemlich heftigen Schluckauf. Entschuldigt bitte, wenn man das beim Reden doch noch hört. Genau. Ich versuche aber trotzdem mein Bestmögliches, um das Ganze vorlesen zu können, weil ich bekomme diesen Schluckauf einfach nicht weg und naja, ich muss langsam mal mit der Aufnahme weitermachen, weil ich auch bald mal ins Bett muss. Deswegen. Auf weißem Sand so glühend, da blüht ein Blümchen zart, sich in den Himmel reckend, spürt nicht den Fels so hart. Das Blümchen zittert freudig, es schenkt dir mein Herz. Wirst du das Blümchen brechen? Ach, mach mir keinen Schmerz. Tralalalalalalala. Ja, krank und mit Schluckauf zu singen ist nicht die beste Methode. Wah! Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mich nicht so anschleichen würdest. Du befindest dich in privaten Räumlichkeiten. Was möchtest du hier? Man hat mich geschickt. Was? Stola hat dich hergeschickt? Sag das doch gleich. Und wie heißt du? Gameplayerin. 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 Ja, du stehst auf der Liste. Dann herzlich willkommen im Morgenwind, dem Hauptquartier des Bundes der Morgenröte. Ich bin Tataru, die Rezeptionistin. Unsere tapfere Anführerin ist hinten im Saal der Morgenröte. Ich werde dich gleich ankündigen. Also ich vermute mal unten. Sonnenwind. Moment, das ist aber jetzt nicht der Ort, wo ich mit dem Luftschiff noch hinfliegen konnte. Ne? Das hieß irgendwie anders. Hi. Halt, kein Zutritt. Oh, du bist Gameplayerin? Verzeihung. Die Anführerin ist bereit, dich zu empfangen. Geh einfach rein. Okay. Das bringt mir nichts, das bringt mir nichts. Dann nehme ich doch das Geld. Ah, die Geisterfang. Heldin, von der ich schon so viel gehört habe. Freut mich sehr. Ich bin Minfilia, die Anführerin des Bundes der Morgenröte. Wir haben dich erwartet. Ach, die beiden auch. Ich wusste es. Tritt doch näher. Du bist hier unter Freunden. Aber den ganz linken kenne ich noch nicht. Sicher hast du viele brennende Fragen, aber hab noch einen Moment Geduld. Meine erste Frage wäre, kann ich mir dein Outfit vielleicht mal ausleihen? Zuerst möchte ich dir nämlich unseren Bund vorstellen. Wir operieren über die Grenzen der Stadtstaaten hinaus, um unsere Ziele zu erreichen. Die größte Gefahr sehen wir in den göttlichen Wesen, die Primae genannt werden. Sie stellen eine existenzielle Gefahr für ganz Eorzea dar. Eine Gefahr, die wir möglichst endgültig bannen wollen. Einige von uns verfügen über eine übernatürliche Kraft, die deiner ähnlich ist. Sie äußert sich auf unterschiedliche Weise, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sag mir, bist du schon mal plötzlich und ohne erkennbaren Grund in eine Art Trance gefallen? Verschiebt sich manchmal deine Wahrnehmung, so als ob du in eine andere Welt übertreten würdest?
In solchen Momenten transzendiert dein Bewusstsein tatsächlich geistige Grenzen. Das ist die Kraft, die in dir steckt. Dadurch kannst du zum Beispiel fremde Sprachen intuitiv verstehen und verborgene Gefühle erkennen. Sogar die Grenzen der Zeit kannst du mit deinen Sinnen überschreiten, um Ereignisse zu sehen, die längst vergangen sind. Damit meine ich, dass du selbst an der Vergangenheit anderer teilnimmst. Allerdings kannst du nicht ändern, wie das Geschehen letztlich ausgeht. Diese Gabe ist etwas Wundervolles. Und in dir scheint sie besonders stark ausgeprägt zu sein. Leider können wir sie nicht kontrolliert einsetzen. Ja, auch ich besitze die Gabe, geistige Grenzen zu überwinden. Doch nun zurück zum eigentlichen Anliegen. Um Eorzea zu retten, müssen wir den Primae Einhalt gebieten. Solange sie unsere Existenz bedrohen, wird es in Eorzea keinen Frieden geben. Und gegen sie haben wir nur eine Chance, wenn wir über die Grenzen der Staaten, Völker, Sprachen und Weltanschauungen hinweg zusammenarbeiten. Die Gabe, über die du und ich verfügen, ist der Schlüssel im Kampf gegen die Primae. Wir können sie aufhalten und Eorzea Frieden bringen. Ich weiß nicht, welche persönlichen Ziele du verfolgst. Und du musst es mir auch nicht offenlegen. Ich will eigentlich nur Max-Level werden. Doch ich glaube fest daran, dass du auserwählt wurdest, etwas Großes zu vollbringen. Warum sonst sollte Heidelin zu dir sprechen und dir ihre Kraft verleihen? Deshalb bitte ich dich. Schließ dich uns an und kämpfe mit uns für Eorzeas Zukunft. Natürlich sollen dir deine Dienste auch vergolten werden. Wir haben einflussreiche Verbündete und ein Wort von uns genügt, um dir so manche Tür zu öffnen. Hast du zum Beispiel schon einen Gehilfen? Nein, das sind Leute, die dir beim Verwalten von Marktwaren helfen können. Minfilia, verzeih die Störung. Ich habe die Papiere ihr schon vorbereitet. Ich finde das so süß. Die ist fast nicht größer als der Tisch. Vielen Dank, Tataru. Sehr umsichtig von dir. Keine Ursache. Als kleines Zeichen unserer Wertschätzung habe ich veranlasst, dass du die Berechtigung erhältst, Gehilfen anzuheuern. Die Einzelheiten erfährst du von den Zuständigen, aber sei versichert, dass dir ein Gehilfe das Leben sehr erleichtern wird. Du siehst, wir möchten, dass du von Alltagsdingen möglichst wenig belangt wirst. Im Gegenzug würden wir uns freuen, wenn du deine außergewöhnlichen Talente in den Dienst unserer Sache stellst. Eine Hand wäscht die andere. Wir können viel für dich tun, Gameplayerin. Und zusammen können wir noch mehr für Eorzea bewirken. Denk darüber nach. Wenn du bereit bist, dich für eine Sache einzusetzen, sag es mir. Und damit es keine Missverständnisse gibt, werde ich dir das Passwort verraten, mit dem wir uns im Bund verständigen. Es lautet Wildrose. Präg es dir gut ein. Solche Sachen liebe ich, ja. Ich habe jetzt Gehilfen verfügbar, aber ich möchte natürlich noch mehr erfahren und ich möchte mich natürlich, der Wildrosen wollte ich gerade sagen, der, ich habe den Namen jetzt vergessen, den hier anschließen, nicht anvertrauen. Wie ich dir schon gesagt habe, versucht der Bund der Morgenröte, genau, das Primae-Problem in den Griff zu bekommen, das Eorzea bedrängt. Es ist keine einfache Aufgabe, aber jemand muss sie in Angriff nehmen. Wenn du bereit bist, mit uns in ganzer Kraft zu unterstützen, dann gib mir ein Zeichen, dass du dich als Teil unseres Bundes betrachtest.
sehr schön. Das klingt schon ganz natürlich aus deinem Mund. Du willst uns also unterstützen, ja? Ja. Wie schön. Das hatte ich von ganzem Herzen gehofft. Nun lass mich dir die Mitglieder unseres Bundes näher vorstellen. Kommt dir der Name Shalayan bekannt vor? Das war eine der 6 großen Städte Eorzeas, bevor sie zerstört wurde. Ihre Ruinen liegen im Nordwesten Aldenards. Die Stadt war ein Hort des Wissens über Magie und den Äther, wodurch sie sogar dem Kaiserreich die Stirn bieten konnte. Von dort stammt eine Gruppe gelehrter Männer und Frauen, die sich die Exegeten nannten. Als der Niedergang Eorzeas sich abzuzeichnen begann, waren sie es, die vor der Katastrophe warnten und für die Zukunft Eorzeas kämpften. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und diese Exegeten stehen nun hier bei uns. Darf ich vorstellen? Ida und Papa Limo. Sie erforschen die Vorkommnisse in Gridania. Hallo. Ich kenne dich schon. Freut mich. Ich finde die Stimme so knufflig aber von bitte? Dem. Weiter geht die Runde. Das ist Tankred. Er ist für die Perle der Wüste zuständig. Dich kenne ich, glaube ich, noch nicht, oder? Diese liebreizende Dame heißt Yishtola. Sie beehrt Limsa Luminsa mit ihrer Anwesenheit. Hallo. Schön, dass du hier bist. Und das ist Orianger. Er leitet unser Hauptquartier. Wenn du Probleme hast, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Nun kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Deine strahlende Präsenz wird ihr den Weg bereiten. Bei der Schlacht von Cartenau vor 5 Jahren haben wir unseren Anführer verloren. Danach gründeten wir zusammen mit Minfilia und anderen Gleichgesinnten den Bund der Morgenröte. Seitdem haben sich viele fähige Leute unserem Bund angeschlossen und gemeinsam versuchen wir, Eorzeas Zukunft zu gestalten. Ach ja, das ist übrigens Tataru, unsere gute Fee, die sich um die Verwaltung kümmert. Zu deinen Diensten. Ja, so ungefähr habe ich sie mir vorgestellt. Auf eine gute Zusammenarbeit. Also dann. Es gibt viel zu tun. Orianger, bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Die Legion der Unsterblichen hat uns gebeten, Nachforschungen anzustellen. Tankred, bitte erklär, worum es geht. Sehr gerne. Vor einigen Tagen haben Unbekannte eine Karawane der Amagina Bergbau AG überfallen und ihre wertvollen Kristalle geraubt. Und da ist noch mehr. Zur selben Zeit sind einige Leute aus den Slums vor Ulda verschwunden. Auf den ersten Blick geht es also um einen Kristallraub und um Entführungen. Um solche Angelegenheiten würde sich die Legion der Unsterblichen eigentlich selbst kümmern. Doch hinter den Kulissen könnte ein Primae involviert sein. Ja, denn die Spuren an den Tatorten deuten nämlich auf die Amalja als Täter hin. Wir vermuten, dass sie die Verbrechen im Namen ihres Primaes Ifrit begangen haben. Kannst du der Sache nachgehen? Dadurch bekommst du auch einen besseren Einblick in unseren Konflikt mit dem Primae. Danke. Tankred kennt sich in Uldah bestens aus. Er wird dich mit Informationen versorgen. Mhm. Halt dich einfach an mich. Ja, jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Ich glaube, der hat mich begrüßt, als ich gerade neu in der Stadt war.
Aber nicht mit diesem Char, sondern wo ich meine Bogenschützin, glaube ich, gemacht habe. Irgendeiner ist hier gestartet und ich glaube, da hat er diejenige direkt begrüßt. So, steht er noch hier? Er steht noch hier. Bist du bereit zu großen Taten? Dann lass uns gleich loslegen. Was fängt man mit einer Menge Kristalle und ein paar Obdachlosen an? Einen Zusammenhang muss es geben und den finden wir schon heraus. Was den Kristallraub angeht, darum kümmert sich die Amagina Bergbau AG. Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern und arbeiten an der Aufklärung der Geschichte. Deswegen werden wir beide uns auf die Untersuchung der Entführungen konzentrieren. Wir haben nicht viele Anhaltspunkte, aber auffällig ist, dass bei Camp Knochenbleich besonders viele Leute verschwunden sind. Dort solltest du mit deinen Nachforschungen anfangen. Isembard ist für das Camp zuständig und ich kann dir die Umstände genau schildern. Und wie, wenn du jetzt abhaust? Hey! Ja? Wo ist er denn jetzt hin? Am Camp soll ich mit ihm sprechen, okay. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich glaube hier, oder? Ja doch, hier. Hier oben sind wir. Es wird zwar nicht angezeigt, aber hier oben sind wir eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, es ist schon fast hier ein kompletter Geheimraum, beziehungsweise ein komplettes Geheimhaus, weil man hier überhaupt nichts sieht. Dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt erstmal auf zu den gut aussehenden Typ mit den kurzen Haaren. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind endlich angekommen. Also das Laufen ist echt ätzend. Ja, Isembard, das bin ich. Was gibt's? Die Entführung willst du aufklären? Ah, du musst die Abenteurerin sein, die Minfilia gemeint hat. Man hat uns ja gewarnt, dass wir uns vor den Amalianen in Acht nehmen sollen. Tja, würde mich wirklich nicht wundern, wenn die hinter der Sache stecken. Wenn ich dir irgendwie bei der Aufklärung der Sache helfen kann, sag mir Bescheid. Ich bin ja schließlich für das Camp verantwortlich. Okay, das bringt uns alles nichts. Dann nehmen wir mal das, wodurch wir Geld kriegen. Ach, wir müssen die Sachen immer noch verkaufen, fällt mir gerade ein. Okay, jetzt ist die Frage. Sucht jemanden, der Leichname von Pilgern für ihn bürgt? Ja gut, ich würde normalerweise sagen, da wir ja jetzt diese Quest abgeschlossen haben, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und ja, die Sache mit den Leichnamen der Pilger scheint ja doch wieder eine ganz neue Sache zu sein und ich würde sagen, dass wir uns das dann fürs nächste Video aufsparen. Bis dann! Ciao!